Hallo, kannst du bitte... Er fällt sogar aufs Maul. Kannst du bitte die scheiß Bewegungssteuerung vernünftig benutzen? Oder übernehmen? Das ist so ein Krampf. Aber das mit dem Controller mag ich halt auch nicht, weil wenn man dann irgendeine Richtung drückt... Dann... Man muss da viel zu heftig in irgendeine Richtung drücken, damit das überhaupt anerkennt, dass man da das Schwert schwingen will. So, was ist hier? Ah. Ja, toll. Wo ist das Vieh? Ah, super. Jetzt kann ich es noch nicht mal besiegen. Ach, halt doch's mal. Wieso Zelda hierher gegangen sein, ne? Sag mir das mal bitte. Egal. Oh, was zum Teufel? 35 Rubine und ein Eldin-Erz. Also, als ich die beiden Rubintaschen gekauft habe, ist auf jeden Fall eine sehr gute Entscheidung gewesen. Drüben ist anscheinend so eine Art Labyrinth. Oh, na moin. Hast du mich erschreckt? Das Gräbst war direkt über mir. Schon in Ordnung. Man weiß nie, was man beim Graben findet. Das macht es so spannend. Natürlich findet man Rubine, aber auch hartes Metall oder Herzen. Wenn immer du ein Loch siehst, sollst du drauf losgraben. Tue ich. Dafür hat mir dein Kumpel auch diese coolen Klauen gegeben. Nochmal danke dafür. Ja, okay. Hier gibt es Herzen, aber die brauche ich auch. Und hier wieder Rubine. Sick. Donnerblumen. Oh, sowas von tot. Holy shit. Muss ich nah ans Loch werfen. Dann kann ich die auch damit kaputt kloppen. Sonst sterben die, glaube ich, nicht. Hier drüben, ja gut, da muss ich auch nicht zwangsläufig her, glaube ich. Nö. Da muss ich aber her. Deswegen sind hier auch wieder Donnerblumen. Zack, weg mit dir. Oh, 5 Rubine. Die nehme ich mir aber mit. Jawohl. Alles klar. Was gibt es hier? Moment, Moment, Moment. Heißt das, da drüben war Bonus? Wo ich eben den Luftstrom aufgegraben habe. Schon, ne? Ja gut, dann gehe ich nochmal zurück. Aber mach mir hier kurz einen Shortcut hin. So. Oh. Ein roter Rubin. Gib her. War in anderen Höhlen auch was? Ah, hier war das Loch auf jeden Fall. Hier war jetzt nichts. Ja, gut. Dann werde ich jetzt hier nicht greeden. Sondern bin einfach dankbar, dass ich die gesehen habe. Die Verstecke. Und schau hier jetzt mal nach, was es hier so gibt. Ich weiß nicht, ist das Bonus? Okay. Ist das jetzt Bonus oder ist das der richtige Weg? Ich weiß es nicht. Okay, das
Scheiße kann ich nicht kaputt machen. Nice, komm. Ah, schade. Naja. Nur ein Rubin, okay. Und hier müssen wir anscheinend einen Weg wählen. Dann nehmen wir hier die goldene Mitte. Wunderschön. Du hast ein Eldin-Erz erhalten. Na gut. Immerhin etwas. Ah, und hier sind wir. Okay. Okay. Dann war das tatsächlich Bonus. Und hier geht's jetzt weiter. Ah. Hierher. Hast du da irgendwas drinnen? Vielleicht droppt der ja was. Vielleicht kriegt man endlich mal was Neues. Ein neues Item. Ah, grüner Rubin, ja gut. Nehmen wir uns schnell. Und dann geht's weiter. So, let's go. Jetzt sind wir oben rausgekommen. Da drüben scheint dann schon der Dungeon zu sein. Na gut. Noch einer, aber diesmal in grün. Ja, Leute, entspannt euch doch mal. Gerade eben war hier jemand, der so ähnlich aussah wie du, nur mit schwarzen Klamotten. War das ein Kumpel von dir? Kannst du gar nicht. Geht sich weiter. Aber das hat ihn nicht mal gebremst. Er ist einfach hinübergesprungen. Was für eine Kraft. Respekt. Okay. Oh. Hier können wir anscheinend einen Shortcut schaffen. Ja, ja, wenn man nicht blind wäre, würde man auch die Donnerblume hier sehen. So. Alles klar. Kommen wir sonst nicht weiter, oder was? Moment mal. Hä? Auserwählter der Göttin. Zelda ist nah, beeil dich. Hä? Du kennst sie? Du kennst mich? Hm. Okay. Ah, hier musste sie wahrscheinlich draufsteppen, damit die Brücke ausfährt. Danke dafür. Ich glaube, das soll man nicht schaffen, oder? Nee. Das kann man unmöglich schaffen. Na gut, dann gehen wir mal ins Wolkenmeer. Denn ich habe die Befürchtung, dass die Schilde hier ein bisschen durchgerusht werden. Dass man diese Funktion auch immer mal wieder benutzen sollte. Und ich möchte halt irgendwie auch das mal zeigen. So, ist da? Mit dem Upgraden und ich möchte natürlich auch einen stärkeren Schild haben. Also gehen wir jetzt einfach mal den Schild upgraden. Geht ja auch zügig. Wo ist er? Hier drüben ist er. Da kriegt man... Denk mal, was ist das hier? Ah, für Deko-Kerne. Hallo. Ah,
Ihr interessiert euch also für eine kleine Dekotasche. Wenn ihr dieses Item in eurer Tasche habt, könnt ihr 10 Dekokerne mehr tragen. Ah, wie war's praktisch? Das macht 100 Rubine, mein Herr. Ist eigentlich nur Luxus, ne? Aber komm. Gönnen wir uns das Ding. Ah, vielen Dank. Verstaue das Item in eurer Tasche. Ihr müsst es ausrüsten. Was zum Teufel? Ja, komm. Gönnen wir uns. Ah, vielen Dank. Scheiße. Mir fällt gerade ein. Das kostet doch safe Rubine. Oh, was? Hi. Kommst du etwa wegen mir? Klar. Was, ehrlich? Das sagst du doch jetzt nur so, um mir zu schmeicheln, oder? Aber ein wenig glücklich macht's mich ja schon. Zurück zum Geschäft. Möchtest du das Itemlager nutzen? Ja, ich möchte gerne diese dumme Dekotasche loswerden, die ich Spacken mir gekauft habe. 50 Rubine, gut. Komm, gib her. Dann haben wir wenigstens genug Kohle, um mal das Schild aufzurüsten. Ich glaube, die Dekotasche können wir auch verbessern, so wie ich gerade gesehen habe. Ja. Könnte man theoretisch verbessern, werde ich auch irgendwann machen. Auf Maximalstufe halt. Aber jetzt erstmal den Eisenschild. Jawohl, aber vergiss nicht, eine Verbesserung kann nicht mal rückgängig gemacht werden. Ist kein Problem. Nehme ich. Alles klar, lege ich los. So, ich bin fertig. Hier, das gehört dir. Aus dem harten Eisenschild erhalten. Dieser robuste Schild hält mehr aus als sein Vorgänger. Mega nice. Sag mir, wenn ich noch ein Item verbessern soll. Was wird das dann? Fancy. Wüstengras, blaue Vogelfeder. Ja, komm. Als ob. Vögel habe ich schon öfters gesehen, auch im Wald halt, ne? Klar, haben wir schon öfters im Wald gesehen. Aber, ja. Gut. Ich hatte zwar so im Kopf, ja, man kann was mit denen machen, aber dass man dann tatsächlich die Federn braucht. Hätte ich dann doch nicht gedacht. Ich dachte, ich hätte mich da geirrt. Aber ja, gut. Allerdings frage ich mich auch gerade, wie man die Federn bekommt. Warte mal kurz. Was ist da? Ah, ich weiß es. Ich weiß, was hier ist. Gut, so viel Zeit muss sein, Leute. So viel Zeit muss sein. Oh, sieht der. Fuck. Oh, du bist Felix. Ich bekomme hier nur selten Besuch. Was zum Teufel? Wer bist du? Wie? Hast du noch nie von mir gehört? Ich war im Wolkenort als Model tätig. Oder kennst du vielleicht das amtierende Model? Pika aus dem Itemlager? Ich bin ihr Vater. Okay. Ja, jetzt wo du sagst. Zu viel Information? Ha, ach, die jungen Leute von heute.
Dies hier ist mein kleines geheimes Refugium, in dem ich meine Schwertkunst trainiere. Einst war ich bekannt als das Model vom Wolkenort. Doch durch den ganzen Stress um meine Tochter habe ich mir ein paar Pfunde zugelegt. Deshalb trainiere ich täglich hier. Bambus zu schneiden hält nämlich wunderbar fit. Wie sieht's aus, Felix? Lust auf etwas Training? Klar. Das wollte ich hören. Dann mal los. Arthur, einen Moment. Ich glaube, ich habe was vergessen. Richtig, jetzt weiß ich's wieder. Was denn, Bro? Du musst einfach nur diesen Bambus in kleine Stücke schneiden. Wollen wir doch mal sehen, wie viele du schaffst, bevor der Bambus umfällt. Je mehr Stücke du schneidest, umso höher ist die Chance auf einen tollen Preis. Also was meinst du? 10 Rubine pro Versuch. Ja, okay, los geht's. Also gut, ich will von dir blitzschnelle Hiebe sehen. In Ordnung? Ja, es war ziemlich scheiße, glaube ich. Sachte, mein Junge, du kannst wieder durchatmen. Du hast den Bambus 12-mal geteilt. In deiner Schwertechnik musst du noch arbeiten. Versuch mindestens 15 Stücke erfolgreich zu schlagen. Folge meinem Rat und konzentriere dich, sonst wird das nichts. Oh, was ist denn das für ein kurzes Schwert? Kaum zu glauben, dass du dich damit so wacker geschlagen hast. Ein echter Bambusfäller sollte jedoch schon ein etwas längeres Schwert haben. Glaub mir, damit macht die Sache noch viel mehr Spaß. Komm einfach wieder vorbei, wenn du ein längeres Schwert hast, ja? Falls du Lust hast, Bambus zu kürzen, schau jederzeit bei mir vorbei. Ja. Ja, okay. Dann ist das zwar machbar, aber absichtlich schwerer gehalten. Na gut. Aber ich glaube, die Truhe da drüben können wir uns noch abholen, bevor wir wieder zurück nach Eldin reisen. Ah, oder ich hoffe, die Truhe ist überhaupt erreichbar. Sonst wäre natürlich kacke, ne? Sonst wäre natürlich echt scheiße. Naja, was soll's. Schauen wir nach. Unter uns. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ich glaube, die Insel kenne ich. Ja, die kenne ich auch, aber die Truhe ist hier oben. Okay, dann nevermind. Dann ist scheißegal. So, was gibt es hier? Zeig mal hier. Du hast einen silbernen Rubin erhalten, erst sagenhafter 100 Rubine wert. Fühlt sich gut an, nicht wahr? Jawohl, das tut es. Das tut es in der Tat. Gut, wo geht's lang? Da drüben. Aber ist egal, weil ich sowieso den Vogel rufen muss. Und es ist egal, ob ich mich in die Richtung drehe oder nicht. Obwohl, naja, er fliegt zumindest in die Richtung, wenn ich da hinspringe. Also ganz so egal ist das nicht. So. Runter da. Kann ich jetzt eigentlich die Statue auswählen? Ja! Gebieter, ich habe dir was zu berichten. Ich habe alle Statuen aus meinem Speicher auf deiner Karte markiert. Du kannst jetzt zu jeder von ihnen reisen. Führe deinen Zeiger zu der Statue, zu der ich dich bringen soll und drücke A. Kann ich das auch? Nein. Es geht nur per Bewegungssteuerung oder was? Na toll. Ja, wir wollen natürlich den Aufstieg haben. Zu dieser Vogelstatue reisen? Ja. Mega geil. Okay. Hier nimmt er auch automatisch den Paraschall raus. Ich möchte kurz nochmal was trinken. Sorry. So. Und dann geht's auch schon direkt weiter. Alle drei auf einmal zerkloppt. Ah ja. Die Stelle. Stimmt. Die kann ich mich erinnern. Aber aus anderen Gründen. Nicht, weil hier einfach die Stelle ist, sondern
Aus Gründen, die ich jetzt noch nicht nennen will. Zack. Was ist mit ihm? Drecksau. Eine Sandrutsche. Okay, da unten kann was aufgesprengt werden. Und hier kann gegraben werden. Ich hoffe, okay. Also soll das sogar mit der Schleuder gemacht werden. Ich habe eben gedacht, gut, könnte dem eine Schleuder in die Fresse kloppen. Aber was ist, wenn man keine Kerne mehr hat? Das ist, wenn man keine Kerne mehr hat. Man kriegt einfach neue. Na gut. Nehmen wir uns hier einen Bernstein-Halbmond. Und nehmen die Viecher mit. Und was ist hier? So. Ah ja, hier ist ein Shortcut. Okay. Macht Sinn. Dann lass mal hier hoch. Drecksonne. Nimmt sich da schon den weiteren Stein. Mann, ich wollte doch da hoch sprinten. Ja, machen wir es halt so. Bisschen weiter nach oben. Ganz genau so sieht's aus, mein Freund. Wenn du auf schlau tun willst, dann wirst du zermatscht. Okay. Okay, hier gibt's... Nein, hier gibt's nichts. Hier gibt's aber schon wieder so ein hässliches Lager. Pisst euch. Oh, ein Schmuck. Schädel. Nice. Er nervt mich ein bisschen. Das heißt, wir werden jetzt einen hässlichen Turm wegballern. So. Tschüss. Richtig assi. Aber witzig. Okay. Hä? Können wir da nicht hin? Doch. Da, ah, okay, doch. Aber wir können ja einfach hinlaufen. Ich dachte, wir müssten hier irgendwie hinspringen. Ich dachte, das wäre eine geheime Passage, aber nö. Und warum ist da so ein kleiner Teich? So eine kleine Pfütze? Kann es sein, dass es hinter eine Quest gibt, für die man Vulkanwasser braucht? Also irgendwer will dann Vulkanwasser oder irgendwie sowas? Hm. Mal schauen. Erstmal... Ah, das dachte ich mir schon. Schade, dass er so früh wirft. Ich dachte, da könnte man wenigstens noch vorbeilaufen. Tschüss. Gut. Er droppt nichts. Schade, aber wäre andererseits auch sehr ärgerlich gewesen. Dann hätte ich nochmal runtergemusst. Und was ist mit ihm? Er droppt auch. Er droppt auch nichts. Ja, okay. Na gut. Könnt ihr da oben mal werfen? Nein, 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 aua. So. Ja, komm. Da renne ich jetzt nicht hinterher. Jeet. Ja, komm. Passt schon. Oh. Wir kriegen sogar einen Schädel. Also einen normalen Schädel. Und er? Oh, er droppt auch was. Ja gut. Da müssen wir nicht so weit nach unten.
Den können wir uns holen. Auf ganz entspannt. Und da sind wir auch schon wieder oben. Hey, was macht ihr beiden denn hier? Sie müssen es hier vergraben haben, aber ich finde nichts. Bist du sicher, dass es hier war, Ferry? Was suchen wir eigentlich? Den Schlüssel! Den Schlüssel! Sie haben den Schlüssel zu diesem Tor zerbrochen und in die Einzelteile versteckt. Und eines von diesen 5 Teilen muss hier sein. Hast du diesen seltsam aussehenden Menschen mit den blonden Haaren gesehen, der hier hineingebracht wurde? Ja, bestimmt haben sie da etwas Wichtiges versteckt. Und der Mensch war bestimmt Teil eines unglaublichen Plans. Ich wittere Schätze. Aber was machen wir mit den ganzen Einzelteilen des Schlüssels? Wir öffnen damit das Tor und reißen uns drin sämtliche Schätze unter den Nagel. Aber können wir uns nicht einfach hineingraben? Du bist ganz schön schlau. Nein, du bist dumm. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Ich konnte aus dem Gespräch mit dem Mogma eine wichtige Information herausfiltern. Die eben erwähnte seltsame Gestalt, die weggebracht wurde, war... Die weggebracht wurde, ja, das war Zelda. Sehr wohl, Gebieter. Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um Zelda handelt, beträgt 90%. Wahrscheinlichkeit, dass die Fragmente des Schlüssels zu diesem Tor aus demselben Material bestehen wie das Tor selbst, beträgt 95%. Ja, toll. Ich spüre, dass sich hier in der Nähe Fragmente aus diesem Material befinden. Ah, sehr gut. Aurasuche. Brauchen wir allerdings erstmal nicht. Hau ab. Ich werde erstmal ein bisschen... Obwohl, ist das Gebiet größer? Langsam das Gefühl, dass ich... Boah, nee. Wo ist dieser Arsch? Da oben auf dem Turm. Ja, dachte ich mir schon, dass hier irgendwo ein Turm rumsteht. Zack. Okay. Ich finde, die Anführer sollten immer einen Schädel droppen. Okay. Aurasuche. Schlüsselfragmente. Hä? Oh. Nein, alles gut. Käfer, alles gut. Sehr schön. Die kann man doch auch bestimmt platten manchen, oder? Wenn man drüber läuft. Ah, da unten, okay. Gibt's hier Donnerblumen? Oh. Moment mal. Ich glaube, ich weiß wieder, was mit den Himmelsfaltern ist. Da gibt's Secrets, ne? Richtig? Ja, okay. Das kriegt man nicht in der Zeit hin. Bin ich mir ziemlich sicher. Das heißt, wir werden erstmal woanders suchen. Da drüben gibt's was. Ich weiß nicht, woher ich zuerst muss. So gehe ich einfach hierher. Ja, und hier ist wahrscheinlich auch das erste Schlüsselfragment. Jo, und da ist es. Du brauchst noch 4 Fragmente. Jo. Oh, schöner Wurf, Link. Und da ist noch so ein Klotz. Ein Artefakt. Sorry.
So. Und wir schicken ihn rauf. Zack. Mhm. Da können wir noch rüber. Ich habe gesprintet. Okay, wir können ja auch so hoch. Gut, habe ich es nicht. Dann habe ich nichts gesagt. Dann ist mir das egal. 7 Rubine nochmal für uns. Und was ist hier? Da können wir den Tower anreißen. Ja, wunderbar. Mhm. Ist da ein Fragment? Oder wie? Jawohl. Und ich glaube, ich weiß, was das ist. Oder ich weiß es nicht ganz genau, aber ich kann mich noch daran erinnern, dass man das sammeln muss. Als ob es da oben so eine Scheibe gibt. Was zum Teufel. Ja. Ja, okay, es wird auf jeden Fall ziemlich viel Backtracking betrieben werden müssen. Was soll's. So viel Kram, für den man backtracken muss. Oh Mann. Ist halt ganz cool zum Rätseln und so, aber es ist halt für ein Let's Play Shit, ne? Versteht mich nicht falsch, das ist geil. Ich finde sowas geil. Backtracking finde ich eigentlich geil, ne? Manchmal ist es hart unnötig, wenn man sich so denkt, ja, jetzt muss ich hier 10.000 Mal zurück. Aber eigentlich... Link. Kann er nicht einfach dahergehen? Herabhängen. Gut. Dann machen wir so. Ich dachte, er kann sich so an die Wand pressen und dann daher... laufen, weißt du? Aber nö. Ja, hast du gut gemacht. So. Okay, man soll hier sogar her. Springen kann man nicht, aber ich werde hier mal ein bisschen abkürzen, indem ich hier direkt runterspringe. Sehr schön. Und runter. Jo. Wunderbar. Ich setze mich hier manchmal so komisch hin, wo ich dann irgendwann Rückenschmerzen bekomme, wenn ich so sitzen bleibe. Ziemlich shit. Ziemlich shit. Hallo. Gut. Einfach wild rumfuchteln und irgendwann bekommt man ihn. Oh Mann. Okay. Mega geil, dass man... Oh, komm her. Komm. Nein! Ah, war das ein ekliges Geräusch. Und es geht tatsächlich. Okay. Man kann die Viecher einfach platt trampeln. Ja, aber selbst schuld. Wollte sich ja nicht fangen lassen. Alles klar, was ist hier denn los? Gebieter. Ich habe dir etwas zu berichten. Die Luft im vor uns liegenden Abschnitt ist extrem heiß. Die Wahrscheinlichkeit, dass deine Kleidung dort in Flammen aufgehen wird, beträgt 95%. Du kannst dieses Gebiet schnell durchqueren, indem du sprintest. Ich empfehle die Aura-Suche, um die richtige Richtung zu finden. Okay.
zum... Ja, okay, wir müssen hier lang. Okay, da drüben gibt's Schmetterlinge. Zack. Da ist die nächste Fee. Sehr geil. Feier ich. Drüben gibt's Schmetterlinge und nichts zum Graben, ne? Ja, nichts zum Graben. Wunderschön. Da gibt's 10 Rubine. Und links? Was gibt's links? Na gut, werden wir jetzt nicht mehr herausfinden, denke ich. Nice, 5 und nochmal 5. Hat sich auf jeden Fall viel mehr gelohnt als links Herzensleiden. Oh, und das müssen wir tun. Okay. Du hast ein Schlüsselfragment erhalten und wir mussten sogar daher gehen. Können wir wieder zurück? Ja, ist eigentlich Wumpe, denke ich mal. Gehen wir einfach hier lang. Und kriegen schön wieder die Herzen aufgefüllt. Na gut. Wow, 2 ganze Rubine. Ja gut. Wo sind die restlichen Dinger? Da drüben? Ach, hier in der Höhle oder was? Ja. Moment mal. Das ist keine Höhle. Das ist... Doch, das ist eine Höhle. Ich dachte, das wäre da... Abhang. Ich dachte, das wäre der Abhang von eben. Ja, toll, Link. Das wäre gut hinbekommen. Moment mal. Okay. Nope. Oder? Nein. Okay. Nee, ich glaube, das ist Quatsch. Was muss man denn hier machen? Ich bin mir sehr sicher. Das, ja, okay. Und genau so ist es. Ich wollte gerade sagen, ich bin mir sehr sicher, dass man hier wieder Lava abfließen lassen muss. Und ja, quasi direkt daneben. Ist der... Okay. Ist... auch so eine Stelle, bei der man es tun kann. Schön, Link. Hast du wieder gut hinbekommen, du Vollidiot. Dass man dafür auch kein Herz abgezogen bekommt. What the hell? Reicht das? Ah, ganz knapp nicht, glaube ich. Oh, der ist aber mega gut. Der ist gut. Ja. Schön. Ich wollte gerade losrennen. Zum Glück bin ich nicht losgerannt, weil ich glaube, nach der Cutscene wäre man dann in Lava gerutscht. Und dann hätte ich mich wieder aufgeregt. Ja, gut. Nur noch ein Fragment. So, wo ist es? Hä? Ich habe gerade was reinbekommen, oder? Oder nicht?
Tja, wir müssen auf jeden Fall nach oben. Wir müssen auf jeden Fall wieder nach oben. Und was ist hier? War ich hier schon? Ah, nein. Ich, ja, doch. Ja, vielleicht. Nein. Nein. Nein, hier war ich, glaube ich, noch nicht. Okay, roter Rubin. Bitte nicht in die Lava fallen. Okay, danke. Mega sick. Richtig schön viele Rubine wieder. Wunderbar. Oh. Was gibt's denn da unten? Ja, aber nee. Kann ich knicken. So weit kann ich nicht springen. Oh. Aber so weit kann ich sprengen. Yeet. Wunderbar. Bitte mir nicht den Kopf zermatschen mit der... mit den Felsbrocken, die da umherfliegen. Dankeschön. Nein, nicht despawn. Einer ist despawned, toll. Aber na gut. Was ist schon ein Rubin? Ah, okay. Moment mal, was gibt's? Was gibt's denn da unten? Ist halt trotzdem noch die Frage, ne? Hm. Werden wir wohl erstmal nicht erfahren. Stattdessen können wir da oben lang. Und weitersuchen. Wo ist das Ding? In die Richtung. Hier wieder zurück. Ja. Scheint so, ne? Ah ja, okay. Ja, sehr gut. Schön. Mit den Bomben soll es gemacht werden. Nicht mit denen da drüben irgendwo. Keine Ahnung, wo die nochmal liegen. Man soll hier nur runterspringen. Aua. Link, was tust du? Kann ich von unten... Ja, okay. Doch, kann von unten dann wenigstens hoch rennen. Und da rein. Ja, dann mach mal. So. Damit haben wir endlich das letzte Schlüsselfragment gefunden. Das war was, ey. Ruhen wir uns nochmal hier aus. Rennen dann los. So, hoch mit dir. Und hier auch. Okay. Jetzt speichere ich aber nochmal. Wunderbar. Und als nächstes geht es dann in den Dungeon. Los geht's.
Sieht sick aus, vor allem das Clownsgesicht da drüben. Im Tempel des Erdlandes befinden wir uns. Und hier kann man nochmal speichern. Juckt aber jetzt nicht. Weil wir eben erst gespeichert haben. Ich werde jetzt hier nicht alle 5 Sekunden speichern gehen. Das wollt ihr nicht, das will ich nicht. Das habe ich am Anfang scheiße gemacht. Aber da habe ich ja gesehen, dass das nicht nötig ist. Verflucht, alles voller Ungeheuer. Und ich wurde von meinem Kumpel getrennt. Wir hätten nicht herkommen sollen. Ich kenne dich doch. Hätte ich die Suche nach deiner Freundin hierher gebracht? Da fällt mir ein, ich habe gesehen, wie jemand mit blonden Haaren und komischen Klamotten weggebracht wurde. Aber sinnlos, ihr zu Hilfe zu kommen. Das ist voller Ungeheuer. Halt dich da lieber raus. Das ist viel zu gefährlich. Nee, nix da. Ich geh da hinterher. Es geht. Dan, 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 dan. So. Nochmal richtig viele. Dafür kriegen wir aber hier nochmal Glibber. Auch nicht. Halt's Maul. Dreckscheiße, ey. Das kann's doch nicht sein. Gut. Dann geht's jetzt hier entlang. Das war anscheinend knapp. Da hat Link nochmal den Reflexsprung eingesetzt. Hier, die Dinger müssen wir einfach losschneiden. Kein schweres Rätsel. Ah, nein. Hau ab. Nee, das macht das Spiel doch extra. Man soll das mit dem Käfer machen, oder? Kann das sein? So, ein Dreckscheiß, ey. Das kann es echt nicht sein. Gebieter, ich habe einen neuen Typus von Gegnern in der Nähe entdeckt. Scheint äußerst überlegene körperliche Fähigkeiten zu besitzen. Ich schlage vor, ihn durch Drücken von ZL anzuvisieren und mich mit Hilfe von Pfeil nach unten zu rufen, damit ich dir weitere Informationen über ihn geben kann. Nö. Ah! Tschüss! Aua! Bullshit! Komm, mach, 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 mach. Juckt ihn nicht? Ah, super. Ja, okay. Das juckt ihn anscheinend auch nicht. Ich hoffe, wir kriegen hier Pfeil und Bogen, Alter. Ist nämlich mal Zeit. It's time to get going, got the price on my head and the pain in gold. Wer kennt's? Wahrscheinlich niemand. Aufgrund der niedrigen Zuschauerzahl. Was soll's? Die Statue ist zerstört. Wir haben einen Ball bekommen, den wir uns fortbewegen können. Können wir uns einfach so fortbewegen oder fällt Link irgendwann runter? Ja, okay. Es geht echt easy. Link, du Vollidiot! Das
Ist aber auch ein nerviges Vieh, ne? Oh. Oh, das Ding kann runterrollen. Scheiße. Okay. Ah. Fuck. Ja, scheiße. Ich stelle mich jetzt mega dämlich an. Jawohl. So soll es gemacht werden. Und wir haben sogar eine Schatztruhe entdeckt. Ja, hoch da. Let's go. Was gibt's hier? Dungeon-Karte? Ein Schmuckschädel. Ein goldenen, aber trotzdem nur ein Schmuckschädel. Na, okay. Na, nicht unterkriegen lassen. Wir kriegen die Dungeon-Karte schon noch früh genug.